Guten Tag, Leute, hier spricht euer Peter Gimp. Heute ist unser erstes Drittligaspiel gegen Viktoria Köln. Bin ich mal gespannt, wie es losgeht, das erste Spiel. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. Wir werden. Na, gucken wir einfach mal, wie die erste Spiele. Ja, mal gucken, das ist ein gutes Turnier gespielt. Unser Team ist stark, Leute. Wir sind gut drauf und haben eine gute Vorbereitung geschafft. Können wir Meister werden? Schauen wir mal. Genau. Sicher ist man ja nicht, ob wir den Meistertitel gewinnen können, diese Saison. Aber wir haben die Macht. Und ich finde, er hat sich gemausert, Leute, Kunst. Er hat sich gemausert, Leute. Aber Leute, und jetzt werden wir, jetzt mal ein bisschen gucken, Leute, wie man die Spiele, ob man wie lange wir es testen, werde ich noch sehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Da werden wir sehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Es kann sein, dass es noch ein bisschen länger dauert oder noch ein bisschen länger dauert. Wir werden sehen, wie es ist, Leute. Wir gucken einfach, wie es funktioniert mit der Ding. Aber heute, und danach werden wir wahrscheinlich eventuell vielleicht einen neuen Torhüter holen. Eventuell, dann werden wir einen neuen Torhüter holen. Werden wir wahrscheinlich wiederholen, Leute. So würde ich sagen, werden wir drei Torhüter holen. Alter, das Lied passt eigentlich optimal, Leute. Das Lied passt so gut, Leute. Wir hoffen, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern können. Ja, die Atmosphäre ist einfach klasse, Leute. Haben wir eine Chance, hier ein Zeichen zu setzen, Leute? Alle haben wir Chance, Zeichen zu setzen, Leute. Haben wir die Kraft, dieses Ding zu holen, Leute? Das werden wir sehen, Leute. Wir haben keinen mehr unter 70 in der Startaufstellung. Das ist ein kleiner Vorteil, was wir haben, Leute. Jetzt fehlt uns nur noch ein guter Torhüter, müssen wir nur noch finden, Leute. Und es gibt nur noch. Jetzt bin mal gespannt, schaffen. Köln können wir gegen die gewinnen. Gegen Viktoria Köln. Das erste Spiel in der. Es wird richtig spannend, Leute. Und dann gucken wir, ob wir einen Tormann wechseln oder nicht. Dann schauen wir, ob wir einen Tormann holen. Dann haben wir halt vier Tormänner und dann werden wir halt. Dann müssen wir vielleicht einer rausschmeißen. Vier Tormänner ist ein bisschen viel, denke ich. Wir müssen halt gucken, dass sich Torhüter. Gut gedacht, Leute. Es war gut gedacht von unserem Spielaufbau, Leute.
Das war gut gedacht, Leute, gut gedacht. Oh, ein bisschen zu lang gewartet, Leute, ein bisschen zu lang. Bisschen zu lang gewartet, Leute. Ah, schade. Gut, bitte. Oh, Absch-Einwurf. Ah, schade. Abseits schon wieder. Abseits. Oh, Mann. Aber, ah, Mann, war das bitter, Leute. Ja, man muss ein Abspiel, weil sonst hätte man hier... Okay, er ist mit 100 so noch nicht ganz so schnell. Ah. Ruhig bleibe, dran bleibe, Leute. Ah, das war bitter, Alter. Oh Mann, der Start halt keiner nach vorne so richtig. Ganz ruhig weiter. Das war zu... Ah, Mann. Eckball, Junge, Eckball, gut, weiter geht's. Ruhig bleiben, dranbleiben. Dranbleiben, weiterspielen. Boah, Junge! Ah, Mann, du voll auf die Flügel spielen, aber der Ball ist ja immer nicht auf die Flügel gekommen. Alter, der Tormann, halt die Bälle. Militz, halt uns. Alter, der halt die Bälle gut.
Militz ist gut im Tor, Leute. Militz ist gut im Tor. Ah, schade, leider nur. Boah, bitte jetzt kurz vor Schluss. Oh Mann. Junge, Junge. Alter, wir waren vorne gut, wenn Torschüsse gehabt und wer macht die Tor? Wir haben die, und da haben wir uns halt vermasselt, Leute. Das heißt, wir müssen wirklich doch vielleicht versuchen, einen besseren Torhüter doch noch zu holen, Leute. Ganz ruhig bleiben, oder ruhig bleiben. Ruhig. Oh, durchkommen sind wir, aber der Stand halt. Ah, du wartet mal. Oh Mann. Das ist wieder so ein Spiel, Leute, so ein Krampfspiel, Leute, was wir halt öfters immer in den letzten Jahren immer haben, so Krampfspiele, Leute. Dass man einfach gut spielen und dann irgendwann verkrampfen, weil wir es so sehr wollen, Leute. Und wieder Abseits, und wir, Alter, die machen uns richtig, tun uns in die Abseitsfalle und bringen, das ist nicht die wahre Pracht, Leute, die Abseitsfalle. Boah, Junge, die Abwehr ist gut. Ja, boah, zu fest, Alter, zu stark. Zu fest, oh Mann. Alter, der Ball ist zu... Wir haben zu fest geschossen. Wir hätten ruhiger spielen müssen, Leute. Kein Steilpass, vielleicht nur einen normalen Pass machen müssen. Wir hätten nur einen normalen Pass machen müssen. Oh, es ist ein...
Es ist einfach ein Krampf. Es ist ein Krampf in dem Spiel heute. Ja, endlich 1-1. Ja. Wow, Lockmann, das Tor war so wichtig. Es war das ein wichtiges Tor für die unsere Mannschaft. Es war sehr wichtig, das Spiel. Das Spiel war so wichtig. Dass man dort durchkommen sind, dass der Ball doch noch irgendwie durchflutschte. Kurz. Jetzt wird es nochmal, kann es nochmal eine Spannung in den Spiel spielen können. Ja, und es ist das 2-1. Ja, es kommt, es will, es ist geschafft. Wir sind zurück, Leute. Wir haben das Spiel gedreht, Leute. Wir haben das Spiel gedreht. Boah, wichtiges Ergebnis war da nicht. Elfmeter, es gibt Elfmeter für unser Team. Boah, jetzt geht's nach vorne noch irgendwann. Aber Leute, wie gesagt, wir wollten eigentlich einen anderen Kapitän, aber ich habe mir überlegt, wir lassen ihn einfach mal, Leute. Wenn wir vielleicht, wir können ihn hier, wir lassen einfach mal. Drei zu eins, ja. Ja, 3-1, es sieht gut. Nach Sieg aus, Leute. Erste Drittligaspiel. Erster Sieg, erster Heimsieg, Leute. Boah, nach der ersten Hälfte habe ich nicht gedacht, Leute, dass wir hier nochmal zurückkommen, Leute. Aber die Mannschaft hat gedrückt, weil immer ist immer auf die Männer draufgegangen. Ah, schade, das war eine gute Idee, Leute.
Boah, Idee war gut. Tormann hat's aber geahnt, Leute. Okay, wir machen aber ein saumega Pressing-Art, Leute. Wir pressen aber wirklich gut ran, Leute. Das muss man sagen. Wir versuchen die Mannschaft druckvoll zu spielen, Leute. Weiter Druck, auch wenn wir es nicht hinkriegen, Leute. Ballverlust machen. Wir drücken oder eine offene Linie hin. Wir riskieren trotzdem weiter die Zone. Wir öffnen die Zone und pushen. Alter, 4-0. 4-1 wäre ein bisschen übertrieben, Leute. 3-1 wäre eigentlich ausreichend, ein schönes 3-1. Aber es sieht. So, Leute, jetzt können wir ein wenig den Druck ein bisschen reduzieren. Aber die Viktoria machen trotzdem weiter. Ruhig bleibe, jetzt ein bisschen den Ball ruhen lassen. Jetzt Ruhe ins Spiel bringen, jetzt lang. Schade, das war gut. Das sind zwei gute Spieler mit reinkommen, Leute. Es sind 2 Minuten Nachspielzeit, Leute. Viktoria Köln muss aufmachen, ob noch irgendeine minimale Chance zu haben, Leute. Eine minimale Chance zu haben. Und wir gewinnen das erste Drittligaspiel, Leute. 3-1. Ja? In der ersten Hälfte haben wir ein bisschen kämpfen müssen, Leute. Aber dann in der zweiten Hälfte haben wir ins Spiel gefunden, Leute. Und das war das Wichtigste. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert gehabt. Und das war wichtig. Und somit haben wir das Spiel gewonnen, Leute. Das war so wichtig. Danke, dass Sie direkt nach dem Klar, Spiel doch, bei einem schönen Ergebnis. Sind. Offizieller Sieg, wir haben ja schon 10. Genau, wir haben gekämpft, geackert und für das Team, für die Mannschaft, für die Vereine. Genau, wir haben noch andere Talente. Er ist zurzeit halt ziemlich stark, Leute. Er muss halt noch lernen, Leute. Junge, da war schlecht war er nicht. Er war nicht schlecht, hat gut. Danke für das Gespräch. Er war nicht schlecht. Boah, das ist manchmal immer das Nervige, finde ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Okay.
Muss 78, okay. 78er Wert, das ist ein bisschen zu hoch für uns, Leute. So, jetzt trainieren wir nochmal. Müssen wir trainieren nochmal. Und wir sind Tabellenführer, Leute. Sollen wir immer. Okay, das können wir simulieren. Das ist gut, Leute. Wenn wir simulieren können. Dann, und jetzt kommt er, den wir holen. Eventuell holen. Jetzt kommt die nächste. Für ihn? 72. Hm? 72. Das eine 5 ist weg. 78. Okay. 72. Er ist 22 jünger. Okay, gut. Das ist er, den kriegen wir wahrscheinlich noch nicht mehr. Dann nun Mendeshammer. Er ist raus, Leute. Er ist raus. Danke. Matt Ryan mit 77. Okay. Okay, 77. Und das ist Marvin Plattenhardt, das war für den LV. Okay, Leute, so. Jetzt ist die Überlegung, was machen wir? So, jetzt tun wir noch ein Training machen und dann entscheiden wir. Und dann holen wir uns. Okay, mach alles simulieren, Leute. So, Leute, und jetzt würde ich sagen, Wen holen wir, Leute? Welchen Spieler holen wir jetzt von den Torhütern? Früchtel würde ich nicht nehmen, Damen. Okay, überlegen. Er ist ein Jahr älter. Er ist 77. Nur 78, okay, Junge. Okay, ihn kriegen wir nicht. Der wäre OP. Wir könnten ihn nehmen. Dann hätten wir 77. Da hätten wir den. Okay, dann schauen wir mal. Find Damen. Tun wir mal. Okay, ihn kriegen wir mal nicht. Okay. Dann wäre er die Marke. Okay. Wenn wir ihn kaufen müssen, müssen wir so viel zahlen. Okay. McWine. 18. Das 18 mit 77. Okay, jetzt überlegen wir. McWine 77. Müller ist 77 und er ist 23. Das heißt, mit Müller könnten wir besser. Jetzt gucken wir mal, ob er gehen will. Nein, Leute, er geht nicht. Dann heißt es, wir werden er ist 72. Ah, das ist jetzt überlegen. McWine ist jetzt bei 29. Was kann er alles? Er ist Weitwurf herausstürmen. Ich bin am überlegen, noch ihn zu holen, Leute. Ihn zu holen. Für ihn, McWine und Val Falk ist ja neu. Ist, glaube ich, wie alt ist der Falk? Okay, Falk ist 24. Er ist 70. Okay, Falk. Okay, das ist jetzt die Überlegung. Holen wir ihn oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Aber Leute, ich würde sagen, wir simulieren und dann entscheide ich einfach mal aus dem Bauch einfach, Leute, würde ich sagen. So machen wir. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss. Bis dann und PG, bis dann.